Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge All About Sex. Peter guckt dann zwar in die falsche Richtung, aber wir sind hier. Warum nach da? Immer nach Süden. Hallo, da ist doch Süden, oder? Hallo, nein, hier ist da Süden. Da ist Osten. Oh. Hier war schon immer Süden. Kennst du denn die Haus nicht? Ich war so verwirrt. Weißt oh nein. Du? Guck mal. Kleine Info, wir haben ja letztens das hier schön gebaut. Gute hier, Info. Da haben wir schön ausgebaut, das haben wir schön ausgebaut. Und jetzt fehlt es einfach hier dran, schön auszubauen, oder? Ja, das sollen wir hier mal richtig schön ausbauen? Ich habe Schaden bekommen. Das würde sich anbieten, wegen dem Skelett hier unten, das abfacken wollte. Ich sehe schon. Ich glaube, ich gehe mal schlafen. Bis gleich. Nein, ich will. Du willst mal? Darf ich schlafen? Ja, dann komm, geh du mal ins Bett. Oh, das ist wie nice. In Japan, wo die alle auf den Hausdächern schlafen und sich abwechseln. Das nicht kein Platz. Das ist nicht so gut. Kumo. Nee, das stimmt. Also ist jetzt nicht bei jedem, aber da gibt es halt so Gruppierungen. Die leben halt auf den Hausdächern und die wechseln sich halt ab mit den Betten. Während die einen arbeiten, können die anderen schlafen. So. Das ist sehr, Peter, das ist satisfying. Ja, dachte ich mir auch. Das ist cool. Warte mal. Die machen wir jetzt weg. Also wir bauen die ganzen Tower, wir schlachten die jetzt erstmal aus, ne? Ja, genau. Wir machen so, als wenn man, sag ich mal, ein altes Haus holt. Da macht man ja auch erstmal alles neu, Grundsanierung. So machen wir das jetzt mit den Towern hier. Und die müssen sich ja auch so ein bisschen an das andere Haus angleichen. Und vor allen Dingen müssen halt Garnglotches rein. Deswegen habe ich schon mal ein paar im Inventar, damit wir zumindest schon mal ein paar setzen können, wo die hin sollen, prinzipiell. Ah je. Oh yeah. Und ihr seht auch gerade die Tour auf der Minimap. Also die roten Punkte, die da rumwandern und die müssen einfach mehr werden. Sorry. Guck mal, Mini-Typ. Ein Abfacker. Ja genau, ich wollte jetzt auch sagen, so ein Mini-Abfacker. Guck mal, wenn ich Abfacker sage, ist das okay. Und wenn ich Mini-Ficker sage, dann nicht, oder? Irgendwie ist das weird. Ich glaube, das ist dann weird, ja. Also in manchen Liedern ist das ja auch so. Da wird bei dem einen Lied wird dieses F-Wort gepiept. Und bei anderen Liedern ist es wieder drin. Ach so. Also zumindest bei uns. Ich weiß nicht, wer bei euch im Radio ist. Bei euch ist es wahrscheinlich egal, ne? Ach, da ja, höre ich sehr, sehr selten. Ah ja, du hörst sehr selten Radio wahrscheinlich, ne? Ja. Achso, du fährst Auto. Da aber auch nur, wenn ich zu voll war, Musik einzustellen davor. Oh, du hast Musik im Auto, nicht schlecht. Haben wir letztes Mal gar nicht gehört. Nicht? Nee, glaub nicht. Ah, du hättest dann geguckt, ne, ob der Bass kickt. Ich wollte jetzt das andere Wort nicht sagen, weißt du? Genau. Aber ich durfte ja eh mein Autofahrer-Vlog nicht veröffentlichen. Das war gemein. Vielleicht irgendwann mal, Peter. Nee, den habe ich nicht mehr. Hast du schon gelöscht? Ich glaube, ja. Also ich habe Heiko aufgenommen, wie er Auto gefahren ist. War super lustig. Ja, war sehr lustig. Weil war halt Großstadt so und war halt gut. Und seitdem habe ich Depressionen über meine Haltung beim Autofahren. Also, warum? Weil ich da sehr komisch gesessen bin. Aber nur, weil du dich nicht auskennst, warst du halt nicht entspannt. Nee, absolut nicht. Und dabei kann man in Essen so gut fahren. Ich weiß nicht, kann auch jeder bestätigen, oder? Also wenn man hier aufgewachsen ist und hier seit etlichen Jahren fährt, ist das super easy. Also dann geht das. Geht's auf jeden Fall. Hi. Guck mal, wir sind schon, fast bis am Ende. Fast bis am Ende, das heißt? Ja, von der hier, ne? Was machst du denn hier gerade? Warum machst du das? Weil die Front sich wahrscheinlich anders, also die Scheiben sind wahrscheinlich auf anderen Höhen. Ach so, und deswegen wolltest du die ganze Front einfach mal rausreißen? Ja, entkernen. Aber da mache ich mal die Pickaxe in andere Formen, glaube ich. Wir brauchen Small Square. In die alles gerade nach unten Bauform. Ah, die geht nicht wegen Glas, ne? Genau, das wäre gut. Übrigens, diesen Ultimine ist der Wahnsinn, ne? Ich finde das super cool, auch in dem anderen Projekt. So, du machst einfach so Escape-Tunnel, Mining-Tunnel, so voll geil. Also dafür ist das richtig, richtig gut, das Escape-Zeug. Ja, genau. Also jetzt viel, viel besser als Weinminer und sowas. Der Hammer. Ich glaube, wenn du so eine Mod machen würdest, dann wird das wirklich so heißen, so großes Feld, langer Tunnel. Genau. Alles vor dir weg. Der Entkommen-Tunnel. Dann, okay. Ach, guck mal, das war hier alles doppelwandig, ne? Weißt du, warum? Was? Ja, wegen dem Wasser. Ja, wegen richtig. Des Wassers. Wegen die Wasser. Wegen die Wasser, genau.
Oh Mann, ey, die waren hier so lange da gestanden. Und nein, die Map, runter? Die Map gibt's noch nicht. Was denn? Ja, viele fragen halt immer nach der Map, auch im Stream und sowas. Und die gibt's wahrscheinlich, wenn die fertig ist, aber nicht in der vorherigen Bauphase, da noch nicht. Da gibt's die noch nicht scheinbar. Nee. Also ich meine, die gab's ja auch schon, keine Ahnung, 8 Jahre lang. Alle 20 Folgen gab es einen Weltdown, oder? War der Wahnsinn. Da hat Rotpilz noch gesagt, da hat er sich jede Woche, alle 2 Wochen drauf gefreut. Überleg mal, ne, alle 3 Wochen. Was ist hier denn? Was? Was ist hier? Wo? Hier? Ja, das Baumhaus. Ja, aber warum ist hier so ein Balkon? Ja, da war kein Platz mehr. Das war, ist halt so ein Leerteil. Und hast du gedacht, du baust einen Balkon hin, auf den man nie gehen kann? Nein, das war einfach nur, ich habe ein paar Fackeln dahin gemacht, damit da kein Monster spawnt. Okay. Wenn du das als Balkon siehst, okay, kann ich ja nichts für. Da ist ein Zaun und eine Aussicht. Oh, falsches Ding. Genau, das ist ein Zaun und eine Aussicht. In den Wald, vielleicht war da mal ein Balkon, der Wald ist einfach gewuchert. Das könnte sehr gut sein. Und dann war die Aussicht kaputt. Oh Mann, diese Felder hier. Die Bäume sind zu hoch gewachsen. Fällt mir gerade mal ein, wie Encarni gerade so hart hätte halt komplett wegschmeißen können, die ganzen Türme und neu bauen. Ja, ich wusste auch nicht, dass du die ganze Front einfach wegmachst. Dann hätte ich auch alles mit Weinwein abgebaut. So, einfach komplett weg. Ja, den Grundriss lassen wir noch. Guck mal, hier sind noch Pistons. Den Grundriss lassen wir? Okay, warte, dann stelle ich das schon mal vorne wieder auf mit White Concrete. Genau, mach mal White Concrete. An den Ecken, da kommt Schwarz Concrete hin. Ja, das ist super. Kommen da aber nicht Fenster hin, die bis zum Boden gehen? Ah, ne, warte, wir müssen hier gucken. Das ist der Grundriss. Damit wir nur wissen, wie groß der Turm früher mal war. Ah, ne, das ist gut so. Hier muss aber anderes Glas rein, sehe ich gerade. Structurized. Und brauchen wir denn die Türen hier drüben? Also machen wir hier einen Eingang später rein? Ja, einen Escape-Tunnel machen wir da. Notausgang. So ein... Alter, also du hattest es aber auch mit der Asymmetrie hier, ne? Wahnsinn. Wie, jetzt alles symmetrisch, mein Freund? Ich meine, ich habe noch mehr Farben gefunden. Welche denn? Ich glaube, das ist die Kaktusfarm oder die Melonenfarm. Da müsst ihr auch nochmal dran. Oh nein. Kommt alles weg. Das ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Also jetzt sieht das gerade aus, als wäre hier wirklich einfach so eine Rakete eingeschlagen, glaube ich. Stimmt, Sonnenmod hätten wir noch drauf machen sollen, ne? So eine Sprengmod. Und da war jedes Mal so eine schwarze Lochbombe, um irgendwas wegzumachen. Alles wird eingesaugt automatisch. Ach, hier ist wieder Redstone. Warte, dann machen wir mal zu. Also das ist schon gut soweit. Das ist schon gut, was wir hier gemacht haben. Also wir fliegen ja irgendwann mal mit F3 durch und suchen die Redstone-Fehler. Ja. Quellen. Warte, da noch. Hey, flieg! Ah, jetzt, okay. Jedes Loch werden wir stopfen, Peter. Kommentar 2020, Heiko. Hallo. Hi. Guck, wir sind überall Fackeln am Start. Hier war riesig viel Redstone. Oh nein, jetzt immer noch riesig viel Redstone. Ich bin wieder da, hallo. Hallo. So. In welche Richtung werden denn die Garden Lodges ausgerichtet werden? Das entscheiden wir spontan. Okay. Glaube ich, oder? Ja. Also hier kommt ja wahrscheinlich schwarzes Concrete hin, hier der Rand zumindest. Was ist das denn so jetzt? Eigentlich schon, ne? Black Concrete. Das kommt ja dann hier hin. Oh Mann. No wireless transmitter in range now. Not in range, man. Concrete. Boah, 703, der Wahnsinn. So. Okay, warte, was ist, wenn wir... Nee, der muss ja sogar hier hoch. Ach, das hier sogar? Was labern Sie da? Guck mal, das sind die Kanten jetzt. Okay. Beim anderen hatten wir aber keine grauen Kanten, ne? Komm aber, weil die hast du ja erst hier in dem Haus eingeführt. Das stimmt. Ey! Das war nur so. Sollen wir ein ganz großes Fenster hier hin machen? Echt? Also war jetzt so die Frage, ne? Das war keine Aussage. Naja, ich habe auch nur gefragt, ganz normal. Ich habe ja nicht gesagt, dass schlecht ist. Ich habe nur gesagt, echt? Echt? Guck so, meine ich dann. Ja, ich weiß schon, wie ein großes Fenster aussieht, du. Ja, aber vielleicht konntest du es dir ja nicht vorstellen. Ah, echt? Aber was ist denn, wenn wir? Das so, wenn der Chef sagt so, meinst du, dass das richtig ist?
Ja. So ein Chef wärst du. Auch wenn es richtig ist, einfach nur, um so zu verunsichern. Ja, genau. Und Damit dann man gehe ich nochmal wieder drüber so. nachdenkt. Ja. Und so, okay, bin wieder weg. So, meinst du das gut? Ja, genau, das sieht gut aus. Aber ich mag das Glas nicht, Peter. Ich habe mal gelesen, man kann Vibrant Glass benutzen. Das Glas können wir doch zu diesen Gläsern machen. Guck mal, da ist doch kein Wasser drin. Hier. Ja, aber das finde ich auch nicht schön. Was? Warum nicht? Da können wir benutzen. Was Weil ist es denn nicht mit connected Vibrant Glass? ist. Vibrant Glass gibt wohl Licht ab und ist connected. Oh. Aber da brauchen wir Quarzdust für und das haben wir gerade nicht. Sonst könnten wir es ausprobieren. Quarzdust, stimmt. Oh Mann, oh. Gibt aber auch keine Scheiben davon, nur ganze Blöcke. Keine Scheiben, nur Blöcke. 1000 Scheiben bestellt, Peter. Und Genau. fertig. Achso, echt? Ja, also die waren super schnell fertig, voll krass. So ist das gut. So muss das. Ich habe gelernt, Peter, ich habe gelernt. Einfach alles bestellen. Oh, es wird schon wieder dunkel. Wir sind schon 10 Minuten hier dran. Wahnsinn. Okay, warte, ich Ach mach du einmal meine noch eben. Güte. Wir sind immer noch nicht fertig. Wir haben die noch nicht ausgeschlachtet. Nee, ich bin auch gerade wieder mehr am Bauen als am Schlachten irgendwie. Nee, stimmt. Wir müssen ja auch ein bisschen bauen, damit wir wissen, wo wir schlachten, ne? So ist es, ja. Kennt man auch. Die Fleischer unter euch kennen das. Erst bauen, dann. Passt schon. Boah, also der Tower wird ein bisschen krasser als der andere, glaube ich. Mein Vater war das. Mein Vater war ein Tower? Nee, ein Metzger. Ach so. Der war erst Metzger und dann hat er eine Kneipe eröffnet. Ja, das passt zusammen. Eigentlich schon, ne? Er war immer stramm und hatte immer Grillzeug. Mein Papa. Das war mein Papa. Voll gut. So. Guck mal. Das ist Hammer. so schön, Peter. Das wird so schön. Und dann ist da alles mit Garnglotsches voll. Ja, und da bin ich gespannt, wie das ballert da unten. Muss einfach ballern, muss. Dann aber wirklich einfach so einen roten Strich auf der Ja, Karte. das ist das Ziel. Einen roten Strich zu haben. Dass wir mit den Conveyables Bilder malen können auf dem Minimap. Oh. Einfach so ein Logo, ne? Wäre voll gut. Ja. Boah. Lassen die so 10 Minuten im Kreis fahren, nur damit da irgendwie Debitor steht oder so. Und hinten die spawnen die dann einfach voll geil. Ja. Können die Ah, eigentlich despawnen auf Conveyor Belts? Ich glaube fast nicht, oder? weiß ich gar nicht. Was war dir los? Landet ein Flugzeug? Hört man das so laut? Was war das? Ja, das ist die ganze Zeit. Ich weiß, also nicht die ganze Zeit, aber das ist die letzten paar Minuten halt irgendwie ein Flugzeug, das hier. Voll gut so. Tower an Flugzeug, Tower an Flugzeug. Heiko nimmt gerade auf mit Peter. Flieg mal noch eine Runde. Alles klar. Einfach so zum Abfangen, weil ich war das ja so cool. Nervt Also ihn eigentlich mal. nicht. Aber. Eigentlich wäre das voll gemein. Ja, für alles. Wie früher Oh, der im hier war eine Livestream Tür. immer. Wohnst du eigentlich am Flughafen? Und von da an habe ich diese Flugzeuge gehört. Vorher habe ich die gar nicht gehört. Ja. Und dann so. Bruch. Und Ihr alles habt Peters kaputt. Leben ruiniert. Nur weil er gesagt hat, wohnst du am Flughafen. Boah, ich Seitdem kann er bewege mich nicht mehr aber auch ruhig in dem Projekt schlafen. so hektisch, ne? Ich muss da ein Warum? bisschen. Wo war nochmal der Knopf, wo man so smooth sich bewegt hat? F8, F8, aber oder? ich glaube, das muss man erst anmachen. Den gibt es leider nicht mehr. Ich benutze da Gibt nur doch, noch gibt den. schon. Warte, Peter, das darfst du nicht anfangen. Nicht hektisch werden. Endlich haben wir Kakaobohnen. Nice. Nee, warte. Der musste, ne? Der musste raus. Oh, guck mal, jetzt kann man hier sogar die Dinger sehen, Die wie die Dinger sehen? entlangfahren. Welche Dinger? Ja, die Items. Von der anderen Seite, meinen Sie? Jo. Nice. Omex. Moimax. Pass auf die Explosionscreeper auf, übrigens. Mach ich immer, Peter. Ich bin Explosionscreeper Aufpass-Profi. Ja, hat man letzte Woche gesehen. Hä? Du beleidigst sie dann auch immer. Krass, ey, krass. Ich weiß nicht, Boah. wovon du redest. Ich auch nicht. Passt das Warum hier? hast Oh, du das gerade so passt ja krass perfekt. gebohrt? Wie, warum habe ich gebohrt? Hier, du hast gerade so. Boah! Ach so. Ja, war halt insane. Ach so. Ich weiß so nicht mehr, was insane war, aber war insane. Komm, Heiko, wir müssen das schaffen.
Können wir das schaffen, Peter? Wir schaffen das! Yay! Aber denk dann hier. Peter! Was war? Ich hab da was gehört. Nee, nee, war eine akustische Täuschung. Ach so. Dann war das mein Fehler. Oh, hier sieht man die Sachen. Ja, genau. Oh, ich hab voll Hunger. Alter, hui. Wahnsinn. Komm immer so überall vorbei, wo gerade irgendwas schlecht aussieht. Und baue da ein paar Concrete-Blöcke hin. Oh nein. Kommt immer vorbeigeflogen an meiner Stelle. So. Ey, krass. Das sieht schon Wahnsinn aus, Peter. Wir können das auch so lassen. Wir müssen gar keine Garnglotches bauen. Meinst du das schon mehr, gut so? Mehr Schein als Sein. Mehr Schein als Sein? Willkommen auf YouTube! Oh. So. Zack. Hä? Okay, da wollte ich das gar nicht hinbauen, aber jetzt hast du das schon gemacht. Nee, ich glaube, das ist gar nicht gut an der Stelle. Ich glaube, das muss echt so. Ja, deswegen wollten wir auch fliegen am Anfang, weil dann kann man solche Türme so, überleg mal, die hätten wir jetzt nicht im Flugmodus bauen müssen. Ich glaube, dann hätten wir erstmal 2 Folgen lang eine Dschungelerkundungstour gemacht, um uns Scaffoldings zu besorgen. Stimmt. Oh Mann. Und überleg mal, ich habe das früher ohne Scaffoldings gebaut. Ja, da gab's Dirt, ne? Ja, genau, das war auch mein Freund. Dirt ist dein Freund. Früher! Da musste ich alles so farmen. Also zu meiner Zeit damals, ne? Als ich mit Minecraft angefangen habe. Oh nein, hier die Lampe, die hätte geblieben müssen. Wir brauchen auch definitiv mehr. Das hört sich ja richtig komisch an. Was brauchen wir? Definitiv mehr? Wireless-Zeug. Wir brauchen eine größere Wireless-Range. Ja, auf jeden Fall. Wir können ja einfach mal so einen Wireless-Receiver mit einer Antenne dran machen. Genau, aber überall, dass das ganze Grundstück, die ganze Insel hier mit Wireless ausgestattet ist. Die ganze Insel, hört sich gut an. Gleich fertig, Heiko. Gleich sind wir fertig mit dem Turm. Dann haben wir den entkernt. Aber ich war sehr optimistisch, weil ich schon Garnglotches im Inventar hatte. Ja. Damit wir die gleich eben aufbauen können, ne? Ja, und fertig machen und in Betrieb nehmen. Ich hätte gerade so ein Skelett ange... Ja, ne? Ich sehe es auch noch. Der macht das immer noch. Ja. Das ist gerade nicht passiert. Was jetzt? Alles gut? Also ich sag mal, vielleicht kommen da gleich ein paar Garnglotches runter bei dir. Nein! Doch. Oh nein, die sind auf den Förderbändern. Die sind auf den Förderbändern, das ist vollkommen richtig. Ich habe so ein Endgate gesehen, was da vorbeigefahren ist. Oh nein. Was hast du denn gemacht? Ja, ich habe Glas abgebaut und dann war die Pickaxe so schnell, dass sie danach noch weiter abgebaut hat und dann hat sie die ganze Reihe Gartenglotters abgebaut. Naja, und dann lässt man einfach hier alles liegen, ne? Also, ey, lass mich da rein! Aber das war nicht ich, das war die Pickaxe. Ja, alles gut, alles gut. Und er lässt dir einfach das Zeug liegen. Ja, da kannst du dich nur mit aus. No wireless transmitter in range, ärgerlich. Achso, eigentlich muss ja das ja dann auch weg, ne? Vorhin, da kommen wir gar nicht dran jetzt, by the way, ne? Nur mal so. Wie denn? Ja, weil das Wireless-System geht ja nur in das eine System rein, nicht in das System, wo du die Gartenglotches abgebaut hast. Ja, wir kommen ja schon wieder dran. Ja, aber dann muss ich da hinlaufen. Ja, aber du hast es gerade gesagt, als wären die jetzt für immer verloren. Da kommen wir nie wieder dran, Heiko. Och Mann, du hast alles kaputt gemacht. Ich habe wirklich sehr viel kaputt gemacht mit diesem einen Schlag. Vor allem, ich habe voll viele Gartenglotches einfach im Gartenglotches im Inventar so. Ausgezeichnet. Oh, die haben ja die Billo-Endgates drin. Ja, guck. Zum Glück habe ich die abgebaut. Ja, super. Soll ich die anderen auch noch abbauen, Peter? Nein. Die reichen ja, das wollte ich damit sagen. Das muss hier Super Infernium Mega Farmland werden. Das ist wohl wahr. Oh ja. Wie machen wir das denn? Warte, gleich fertig. Jetzt habe ich hier Scheiben in der Hand. Warum? Why, okay, Peter, fast gut. Why? Okay, ich guck mir das jetzt mal von außen an und würde sagen, okay, die Fensterscheiben, die machen schon sehr viel her. Also die Mitte müsste jetzt noch einmal hochgezogen werden. Heiko, beeilen Sie sich bitte. Ich weiß nur noch nicht, was da hinkommt. Eine lange Glas... Ne, gar nicht, auch Glasscheiben, oder? Auch eine Glasscheibe? Ja, nicht. Vielleicht eine lange? Huh? Oder einfach zumachen? Oder eine lange? Vielleicht einfach zu.
Aber was sieht man denn dahinter? Das Sollen wir da einen Garten reinmachen? Hä? Ja, wir können ja das Ding hier benutzen. Also so ein Showcase, Gang. Meinst du? Ja, und da machen wir einfach nur einen sehr hohen, langen Garten rein. Ja, das würde gehen. Aber warum hast du mittendrin aufgehört? Wo mittendrin? Ja, das geht ja normalerweise bis hier oben, oder? Bis wo oben? Warte, hier. Ach so, ja, wir können auch da aufbauen, klar. Ich hab das andere als Orientierungspunkt genommen. Nee, hier muss auch noch schwarz werden. Mach mal hier schwarz. Bitte, das ist grau, ich bitte dich. Ja, komm. Als ob du mir was von Farben erzählen kannst hier. Mit schwarz-weiß-grau kenne ich mich aus. Stimmt, weil einfach alle deine Farben die Farbe haben, ne? Und hier muss die Scheibe, glaube ich, noch weg. Ja, das hatte ich mir auch überlegt, aber warum? Damit das so aussieht, ne? Genau deswegen. Damit das so aussieht und nicht anders. Boah, das sieht geil aus. Jetzt fehlt der eine Concrete. Ich glaub's ja wohl nicht. Peter, das macht mich so sauer, dass ich jetzt fast schon die Folge beenden möchte, ne? Ich beende die jetzt auch. Ich wollte nur noch mal sagen, jetzt freut man sich darauf, die Tower zu füllen. Und jetzt machen wir nächste Woche ein bisschen was anderes. Schreibt ganz gerne rein, in welchem Bereich wir uns nächste Folge aufhalten sollen. Tower weitermachen oder nicht. Oder mal woanders wieder Mittelteil, Haupttür oder anders, was auf den Schildern der letzten Folge stand. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss.